herzlich willkommen zu einem weiteren Pre-Release. Nicht Snapshot, sondern Pre-Release, weil 1.18 Pre 1 ist raus. Und das ist seine Vorstellung. Es ist ein recht kleiner Snapshot, denn es steht die 1.18 kurz vor der Tür. Ein Datum wurde uns noch nicht genannt, jedoch denke ich, es wird Ende November, Anfang Dezember soweit sein. Und der Grund ist, dass wir im Hauptmenü sind. Naja, es wurden einige Änderungen vorgenommen. Erstens, es wurden zwei Welttypen wieder hinzugefügt, wodurch zwei entfernt wurden. Und deswegen gehen wir jetzt mal ins Welterstellungsmenü. So. Wir können ja alles ganz normal einstellen. Ich lasse mal kurz auf Überleben, weil ich brauche diese Map eh nicht. Ich habe nämlich zwei schon vorgeneriert. So. Weitere Weltoptionen. Ich habe das Spiel auf Deutsch. Wir können jetzt ab sofort große Biome, also Large Biomes und Amplified, also zerklüftet, wieder benutzen. Das ist supi, das ist perfekt. So muss es sein. Allerdings wurden Caves, also Höhlen und Floating Islands entfernt. Also schwimmende Inseln. Heißt, soll die Welt wie der Nether generiert werden oder soll die Welt wie das End generiert werden? Diese beiden Options wurden in diesem ersten Pre-Release rausgeschmissen. Das heißt, wir können keine Welt mehr mit Nether und End-Generationen generieren. Keine Sorge, das End und der Nether werden ganz normal generiert. Nur eben die Overworld wird jetzt nicht mehr mit diesen Presets generiert werden können. So, deswegen breche ich das Ganze hier auch mal ab. Denn wir gehen jetzt erstmal in Pre-1 rein. Warum? Zeige ich euch gleich. Denn ansonsten gibt es nämlich nur Bugfixes. Und das Map-Blending wurde wieder ein bisschen angepasst. Das heißt, dass von altem Terrain auf neues Terrain die Generation das jetzt mitbedenkt und einen flüssigeren Übergang vollziehen wird. So, ich lasse mal die Map ein bisschen laden. Und wie ihr seht, da hinten ist ein Dorf. Haben wir, ja. Und hier, da haben wir einen Berg. Das hier ist jetzt eine Map, die normal generiert wurde. Also ohne Amplified. Ja, der ist nicht auf der Größe, die er sein könnte. Für den Fall der Fälle, dass ihr diese Map benutzen wollt, haben wir hier Seed. Bitteschön, da habt ihr den Seed. So. Ja, das ist diese Map halt. Die ist ganz normal generiert, das heißt, es ist ein recht nicer Übergang hier, beziehungsweise Berg, den wir hier vor der Nase haben. Und jetzt schaut euch mal einen richtigen Berg an. Dafür verlassen wir die Map und gehen in die Pre-1A-Map. Die habe ich nur so genannt, wie dem auch sei. Da skippen wir jetzt rein. Es gibt halt nicht mehr wirklich viele Features. So, meine Freunde. Ihr wolltet zerklüftet zurück. Falls ihr es jemals vermisst habt. Also wenn das nicht zerklüftet ist, also wenn das kein Berg ist, ich weiß nicht, was soll das dann bitte sonst sein, wenn es kein Berg ist? Wenn das kein Berg ist, was ist das? Ich muss mal kurz, wo haben wir das? So. So, Also wenn das keine Berge sind, also dann weiß ich auch nicht. Es ist einfach nice. Wir schauen hier uns jetzt mal an. Ich bin hier in einem, was ist das für ein Biom? Das ist ein Snowy
Bartsch-Biom. Das ist ein, ich würde mal sagen, besseres Snowy Peaks-Biom. Hoch, wenn nicht. Ah, verstehe. Falls ihr, ich bin hier unten irgendwo an einem Eisklotz gespawnt, den Seed. Den Seed gebe ich euch auch mal. Der nennt sich wie folgt. Das ist der Seed. Also das, was hier in den Klammern steht. Bitteschön. So, okay. Dann schauen wir uns mal diesen Berg an. Der ist hier. Da haben wir Kohle. Oh Gott, ich muss das mal wieder umstellen. Was haben wir hier? Da haben wir Eisen. Hier fliegende Sachen. Also ich muss schon sagen, die Map-Generierung, das ist eine Eistundra, würde ich mal behaupten. Auch wenn das nicht das Eistundra-Biom ist, aber wow, was ein Berg. Gehen wir mal an die Spitze, gucken wir mal, wie hoch ist der Berg? Wo sind wir hier? Wir sind hier Höhe 250. Stellt euch das mal vor, über der Wolkendecke eine Base hier zu bauen. Über der Wolkendecke. Wäre das nicht mal was für uns? Naja, egal. Ich würde eh erstmal sagen, das war's von diesem Snapshot, denn genau das ist der Fall. Ja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Dieser Snapshot war mal wieder winzig, aber dafür insane geil. Nein, F3D. So. Ja, ich bin etwas seltsam heute. Egal. Ich hoffe, euch hat dieser Snapshot gefallen. Sage bis zum nächsten Snapshot oder Video. Und ciao, ciao, Leute.